جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. حديث كذلك رواه البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أصبح جنبا. Geschlafen, morgen früh, der ist Junub. Er darf nicht beten, weil er unrein ist. Und auf einmal, diese Pünktlichkeit vom Gebet ist schon da. Was hat er gemacht? Und er hat auch kein Wasser gefunden. Und Sand einfach so gemacht. Subhanallah. Damit er nicht diese Pünktlichkeit also verliert. Einfach am Boden und danach Allahu Akbar. فَجَاءَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَحَكَى لَهُ الْقِصَّةِ قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُوبٌ. Und ich habe kein Wasser gefunden und auf einmal habe ich so gemacht, habe ich gebetet. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم hat kein Peitschen gehabt, sondern قد ابتسم له عطى جليشلز. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمار كان يكفيك أن تضرب على الأرض هكذا. Hättest du nur so gemacht, würde sie auch reichen, einfach am Boden einmal schlagen. Was noch kommt? Gesicht. Richtig, Gesicht ist immer ab diese Menbet, wo die ersten Haare hier sind, bis hier, Schahmat, hier. Gesicht ist auch von da, bis hier. Hada, wal wujh. Einfach einmal schlagen, wenn was hier geblieben ist, nafacha, einfach. Und dann Gesicht, okay, und dann Hände, und dann die Füße. Warum lacht ihr? Füße nicht, warum nicht? Es ist besser, sagen wir mal, drei Sachen, nicht wie zwei Sachen. Erstens Gesicht, Hände und dann Füße. Ohne Madmada. Madmada brauchen wir nicht. Nur drei Sachen. Ist das richtig? Nie gehört. Was ist richtig? Al-Wajhu wal-Kaffayni. Bis hier auch nicht. Zwei oder dreimal schlagen am Boden auch nicht. Kama qala lahu ar-rasul sallam. Einmal reicht hier, ja, einmal Boden schlagen, wenn was hier ist, pusten und dann Gesicht und dann die Hände. Allahu Akbar. Okay?